Boah, das muss doch hier irgendwo sein. Boah, schon zweimal. Keine Lust mehr. Ich gehe jetzt. Mit Kameras spielen. Warte mal. Was wäre denn, wenn es Kameras geben würde, die Kältemittel sehen könnten? Das wäre ja großartig. Keine Additive mehr auf dem Öl. Minutenschnelle Lecks suchen. Immer dichte Kälteanlagen. Und genau solche Kameras hatte Andreas mitgebracht, als er uns zu seinem Interview besucht hat. Wenn ihr noch nicht wisst, wer Andreas Blug ist, dann verlinke ich euch das mal hier oben im Video. Ja, wir durften das hier in unserer Zellenwerkstatt mal an den ganzen Kälteanlagen ausprobieren und haben das auch verglichen mit unseren normalen Lecksuchgeräten, wie ihr es gerade eben schon gesehen habt. Ja, ich übergebe aber jetzt das Wort an Andreas Blug, der uns so ein bisschen die Technik erklärt, uns gezeigt hat, wie das alles funktioniert, aber erst das Intro. Also wir haben hier zwei verschiedene Kamerasysteme. Einmal ein gekühltes Kamerasystem, das extra darauf ausgerichtet ist, dass man damit eine Leckage finden kann, in dem Fall Kühlmittel-Leckage finden kann. Das ist jetzt auch dieses Brummen, was wir jetzt die ganze Zeit hier im Hintergrund haben. Also nicht wundern, das knittert und knastert so ein bisschen. Die Kamera ist relativ leise. Das geht auch unter Umständen lauter, weil das ist von jeder Kamera zu Kamera ein bisschen unterschiedlich. Und im Gegenzug dazu eine Kamera, die nicht gekühlt ist. Das ist eine relativ neue Entwicklung, gibt es vielleicht so, naja, ich würde mal sagen, so gut 2 Jahre. Hat sich jetzt auch noch ein bisschen geändert. Warum die Unterschiede sind, da kommen wir noch drauf. Ja, okay. Also preislich gehe ich mal stark davon aus, dass das hier die teurere ist. Ja, sieht zwar aus wie der VHS-Rekorder von der Oma, das Ding. Aber wir sind tatsächlich bei dem Gerät, wir sind nahezu sechsstellig bei einer Anschaffung von so einem Gerät. Okay. Und wir reden immer über Preise ohne Mehrwertsteuer. Mhm. Und hier sind wir beim ordentlichen Golf, also bei 6, 27, da geht das Teil da los. Also ist schon ein deutlicher Unterschied. Donnerwetter. Okay, dann müssen wir auch ein paar Lecksuchen damit machen. Grundsätzlich, wie funktioniert denn das Ganze? Also gekühlt, ungekühlt. Wir haben ja schon mal vor ein paar Jahren mit dieser Kamera mal rumgespielt. Da haben wir ja schon ein paar Leckagen mal gefunden. Genau. Aber wo ist genau der Unterschied zwischen diesem gekühlten und nicht gekühlten? Also grundsätzlich, die gekühlte Kamera hat eine viel, viel höhere Sensibilität, eine viel, viel höhere Empfindlichkeit. Und der Aufbau der Kamera ist ein bisschen anders als bei der ungekühlten. Wir haben hier in der Kamera drin einen verbauten Kühler. Wir haben da auch so ein kleines schematisches Schaubild, das wir dann mal einblenden, wo das nochmal erklärt wird. Und dann ist nach dem Kühler ist letztendlich dann Optik verbaut und diese Kameras arbeiten auf einem ganz bestimmten Wellenlängenbereich. Okay. Bei dieser Kamera ist es ein bisschen anders. Da ist kein Kühler verbaut, die startet auch wesentlich schneller. Das macht das ganze System auch deutlich günstiger. Dafür ist es aber lange nicht so empfindlich wie diese gekühlte Kamera. Und da habe ich die Möglichkeit, die Objektive zu tauschen und unterschiedliche Wellenlängenbereiche hinzukriegen. Okay. Und entscheidend ist in der Wärmebildtechnik immer, dass ich sage, okay, ich brauche den Wellenlängenbereich, wo ich den höchsten Absorptionsgrad des Stoffs habe. Und das ist bei der und bei der Kamera fast ähnlich. Absorption, das heißt, die Moleküle nehmen die Schwingung auf und senden es nicht mehr zurück. Genau. In dem Falle. Ja. Genau. Wie ist das denn jetzt? Wir haben hier jetzt 134A drauf auf den ganzen Anlagen. Muss ich immer für jedes Kältemittel eine spezielle Kamera haben? Also es sind nicht alle Kältemittel mit der GF304 zu machen. Es gibt dazu aber extra eine Liste, wo man nachschauen kann. Und es gibt sogar jetzt mit der neuen, mit der GF77, gibt es so eine Auflistung, wo man sagen kann, welche Kühlmittel gehen, welche gehen nicht. Entscheidend ist wirklich der Absorptionsgrad, also der Wellenlängenbereich, wo diese Kühlmittel am meisten absorbieren, und der ist entscheidend. Bei diesen Kameras geht bei der 134A auf jeden Fall und bei der soll das auch gehen, aber mit einer unterschiedlichen Empfindlichkeit. Okay. Ja gut, das testen wir ja gleich. Genau. Wir gehen hier gleich mal in unseren Zellen hier runter und dann schauen wir mal, wie das funktioniert, ob wir hier eine Undichtigkeit finden, ob der letzte Kurs dicht gebaut hat. Wie sind das jetzt? Also die sind jetzt für Phrygene
hast du für CO2, für Ammoniak und sonstiges, sind das auch wieder spezielle Anlagen dann? Also die Kamera, die aussieht wie die hier, gibt es in 6 verschiedenen Varianten. Und da richtet sich jeweils wieder nach dem angelegten Wellenlängenbereich, wo die Kamera arbeitet. Mhm. Und es gibt auch welche für CO, für CO2. Die meistverkaufte Kamera ist die GF320. Das ist eine für Methan, für Biogas und sowas. Ja, okay. Da funktioniert die auch, weil bei der Kamera habe ich folgende Situation. Ich tausche einfach das Objektiv und kriege dadurch, dass der Wellenlängenbereich aufs Objektiv gesetzt ist, kriege ich dadurch eine Möglichkeit, mehr Stoffe zu beobachten. Okay. Geht hier leider nicht. Kannst du da das Objektiv jetzt einfach so runternehmen? Ist das so einfach wie bei einer anderen Kamera? Also ja, eigentlich schon. Bei der Kamera kann ich das Objektiv abnehmen. Man sollte im Optimalfall die Kamera ausmachen, okay, dann das neue Objektiv aufsetzen und dann die Kamera wieder starten. Weil im Objektiv ist ein Chip verbaut, die Kamera erkennt, welcher Chip ist drauf. Und man muss einfach unterscheiden. Bei Wärmebildtechnik ist das so, die Objektive sind auf die Kamera kalibriert. Ich kann also nicht einfach hingehen, ein Objektiv nehmen und auf baugleiche Kamera tun. Das funktioniert zwar, aber die Messung könnte schlechter sein. Und das wollen wir nicht. Und deshalb ist das ganz entscheidend. Okay, okay. Ich kann aber auch bei der das Objektiv tauschen. Von einer 24-Grad-Optik auf eine 6-Grad-Optik, wenn ich an das Objekt nicht nah genug ran kann. Aber da muss man sagen, diese Objektive sind, da kostet ein Objektiv schon so viel wie hier eine Kamera. Okay, Einstrahlwinkel dann, ne? Also wovon er jetzt gerade spricht. Ja. Ja. Okay. Okay. Und wie ist das ungefähr von der Handhabung? Kann da jeder Kältemonteur sich so eine Kamera theoretisch besorgen und nach kurzer Einarbeit seine Leckagen damit suchen? Oder sollte man da eher eine Schulung besuchen oder eine extra Person für beauftragen? Also ich bin da ganz ehrlich, die Kameratechnik verleiht mir die Möglichkeit, einen Fehler zu finden. Aber ich sage immer, es macht ganz, ganz viel Sinn, dass wir es schaffen, dass jemand versteht, wie die Kamera funktioniert. Erstens haben wir hier ein unglaublich teures Gerät. Das würde ich niemandem in die Hand geben, der keine Ahnung hat. Ich habe einen Kunden, Raffinerie, haben wir eine Kamera, 100.000 Euro. Die wird natürlich in der Firma verteilt. Ne? Und was passiert? Irgendjemand lässt das Ding fallen, zack, 6 Monate alt, 100.000 Euro im Eimer. Also insofern, allein schon wegen der Wertigkeit, würde ich so eine Kamera niemandem in die Hand geben, der keine Ahnung hat. Wenn aber ich bei Kunden bin, gerade Raffinerien, das ist ganz normal, dann gehe ich in der Regel hin, mache eine Einweisung, was ist Thermografie? Und mit der Einweisung mache ich auch, dann bringe ich den Leuten bei, wie das Ding funktioniert. Und Leckage suchen ist nicht Temperatur messen. Das dauert 2 Stunden, 3 Stunden, dann können die damit umgehen. Werdet ihr ja nachher sehen. Ja, wir probieren es ja gleich aus mit den ganzen Dingern. Was mir jetzt so auffällt, wenn ich die ganzen anderen Wärmebildkameras und sowas betrachte, warum haben die jetzt wieder diese Schwarz-Weiß-Ansicht? Ist das für die Gasansicht besser? Also wenn du jetzt die schaust? Also ja, also grundsätzlich ist es so, dass Farbe unter Umständen auch ablenken kann. Also die haben beide Kameras, kann ich auch umstellen. Ich kann da auch eine Eisenfarbskala oder eine Regenbogenfarbskala machen. Aber das lenkt ab. Was ich damit mache, ist ja wirklich Leckagesuche. Und diese Leckagesuche, da will ich irgendwo so eine Fahne sehen oder irgend sowas will ich sehen. Und Farbe ist da schwierig. Und bei der Kamera sieht man noch, die schaltet sofort um vom Display auf das Okular. Mhm. Bei der muss ich umklappen, weil auch das so eine Sache ist, das brauche ich. Ich muss manchmal, das Display reicht mir nicht aus. Ich muss manchmal wirklich reingucken. Das werdet ihr nachher vielleicht sehen. Ist ja bei unseren normalen Kameras genauso. Genau. Ja. Wenn wir Fotos hier schießen, dann. Genau. Genau. Gut. Okay. Aber ist das irgendwie abschätzbar? Weil wir hatten ja damals auch geguckt. Ich hatte das damals das erste Mal eingeladen. Da haben wir hier schon mal, oder haben wir schon mal rumgespielt mit so einer Kamera hier. Da hattest du aber nur diese hier. Da. Ja. Die gab es damals noch gar nicht. Ja, da wusste ich aber den Preis von den Kameras auch gar nicht. Ich dachte, cool, es gibt eine Wärmebildkamera für Kältemittel. Ja. Ja, gucken wir mal. So teuer kann sowas ja wohl nicht sein. Ist das absehbar, dass sowas irgendwann günstiger wird? Eher teurer. Okay, wegen der Empfindlichkeit oder wie sieht das aus? Es gibt da keine Stückzahlen von. Also da kenne ich jeden Vor- und Zunahmen von der Kamera. Ja, okay. Also so ein Teil verkauft sich nicht jede Woche, sonst würde ich hier gar nicht mehr stehen. Ja, okay, alles klar. Wie lange ist denn so die Haltbarkeit von dieser Kamera? Also ich finde, wenn man das jetzt hört, hier läuft ja die ganze Zeit dieses Kühlelement drin. Ne? Also hat die eine regelmäßige Wartung oder sonstiges? Also eigentlich nicht. Ich habe jetzt eine Kamera, die nach 9 Jahren im Extremeinsatz tatsächlich bearbeitet werden musste. Was man vielleicht bei den Kameras auch berücksichtigen muss, was wir jetzt hinten auf dem Display so sehen, das ist der Normalbildmodus. Wir haben ja gesagt,
Warum gucken wir schwarz-weiß? Einfach, um nicht zu sehr abzulenken. Es gibt aber bei den Kameras, und das sehen wir nachher in der Anwendung, auch noch einen High-Sensitive-Mode. Und dieser High-Sensitive-Mode, der wird wichtig, wenn die Leckagen kleiner werden. Und wie gesagt, was wir unbedingt beachten müssen, ist, im Bereich Biogas zum Beispiel hat die Schwester von dieser Kamera eine 10-fach höhere Empfindlichkeit als die. Okay. Und im Biogasbereich, das hatte ich jetzt vor 3 Wochen, da habe ich die 320, also die Schwester von der hier, mit der verglichen. Und dann haben wir dort Leckagen gefunden, die für den Biogasbetreiber extrem spannend sind. Und mit der noch viel mehr. Aber das wollen die zum Teil gar nicht wissen. Also insofern ist das wieder ein Argument für die Kamera. Ich weiß, ne, gar nicht warum. Ja. Also das muss man ein bisschen prüfen, aber dafür sind wir da. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ihr nehmt ihn in die Hand. Ich sage euch kurz, welche Knöpfe ihr drücken müsst. Und ich stehe nur nebenbei und gucke euch zu. Mehr mache ich nicht. Ja, cool. Welche willst du nehmen? Also ich würde. Ich nehme die kleine. Echt? Ah, ich wollte. Wollen wir drum schnucken? Okay. Schnick, schnack, schnuck. Ha! Okay, ich nehme die umgedreht. Muss man. Okay. Ach, Mist, ich falsche Wörter. Aber ist doch sehr authentisch. Okay. Also, die kenne ich nämlich noch nicht. Die will ich nämlich ausprobieren. Also relativ einfach, nicht wundern, sobald ich da drüber fahre, geht's Display aus. Okay, ne? Okay. Das ist wie bei der Fotografie heutzutage. Ansonsten ist die Kamera relativ leicht. Die kann man drehen bis auf 180 Grad. Hier vorne der obere Knopf, wenn ich den drücke, dann fokussiert das Bild. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt hier was angucke, einen Thomas zum Beispiel. Ach, sehr cool, man sieht die Linse gar nicht. Ja, dann fokussiert das schön. Und dann hat die Kamera eine P-Taste hier und eine P-Taste hier unten. Mhm. Die P-Taste hier unten, die ist wichtig, weil die P-Taste hier unten, die schwenkt dann um auf Sensitive Mode. High Sensitive. Das sieht ganz verkrieselt aus. Kannst du es mal einfach rumdrehen? Ja. Das einfach für die also haben. Wir machen das einfach mal nochmal neu. Ich gucke nochmal, wo ich den Punkt finde. Also wir haben hier einmal den Mode und dann haben wir den Mode. Ja, hast du noch hier umgeschaltet? Warte. Jetzt ist es ein bisschen im normalen Modus. Ich muss aber mal erstmal fokussieren. Na, mal fokussiert immer hier so, dass du mich schön gut sehen kannst. Fokussieren wir hier. Der obere Knopf, genau. Okay, genau. Jetzt habe ich dich fokussiert und genau, dieser Knopf wird von normal auf High Sensitive. Ah, okay. Und bei High Sensitive ist wichtig, dass die Kamera wirklich in der Hand liegt und dass man ein bisschen in Bewegung bleibt. Davon lebt dieses High Sensitive, also nur ganz bisschen wackeln oder so. Ja, da wäre Stativarbeit schwierig, weil das so eine Bildüberlagerung ist. Also es wird halt wesentlich intensiver. Jetzt kann man hier natürlich nichts sehen, weil ich habe keinen Kühlmittel in mir oder sowas. Ne? Echt? Also, nee. Hätte ich jetzt eine CO2-Kamera, könnte man das sehen. Okay. Die habe ich ja als CO2-Kamera. Und da kann man zum Beispiel an der Ausatemluft den CO2-Anteil sehen. Da haben wir mal so einen lustigen Maskentest gemacht. Auch ein kleines Video mal gedreht, ob eine Maske was nutzt. Sollen wir das Video für dich auch mal verlinken? Können wir gerne machen. Ist ja nur so ein kleines, kurzes Ding. Da oben in der Infokarte findet ihr das Video auch. Ne? Also, okay. Okay. Und bei der Kamera hier, die ist ein bisschen schwerer. Mhm. Es ist, also ich kann die hier so schön in die Hand nehmen. Man könnte das Ding auch enger machen. Mhm. Das ist jetzt für so eine größere Hand wie von mir. Mhm. Und dann ist es hier eigentlich relativ einfach. Da gibt es einen Knopf AM. Diesen Knopf AM. Wenn ich den drücke, dann schaltet das wieder um in diesen HSM-Modus, so wie wir es eben gesehen haben. Ja. Und dann habe ich hier so einen Schalter hier. Und mit diesem Schalter kann ich fokussieren. Also wenn ich den da drauf drücke, dann macht er das Bild scharf. Und wie gesagt, mit dem kleinen Knopf schalte ich wieder um. Ne? Mehr ist das nicht. Ich könnte hier vorne auch nochmal die Bildschärfe nachregulieren. Das geht bei dir hier auch. Ich kann das auch händisch nachregulieren. Ach so, ähnlich wie bei der Kamera. Ah, das ja, ist übrigens eine wichtige Funktion, das werdet ihr nachher merken, weil die Kamera fokussiert immer auf die Bildmitte. Mhm. Und das Problem ist, gerade mal bei Rohrleitung und Co., auf was fokussiert ihr jetzt? Auf die hintere Leitung, auf die vordere Leitung? Ich muss also die Option haben, unter Umständen nachzugehen. Also wenn ich mit der Kamera arbeite, ich habe die meistens so und drehe hier vorne nach. Das ist der Fokusring bei der? Genau, der Gummiring da. Das ist der Fokusring und fokussiere nach. Ansonsten ne, ist das eigentlich Einhandbedienung. Die Kameras sind jetzt so eingestellt, dass die Videos machen. Okay. Wenn wir eine Leckage finden, erstmal greift man das nur ab. Und sobald was ist, geht man halt hier bei S wie Speichern und bei der ist der Knopf unten drunter. Und dann legt die los. Ah, also obere war fokussieren hier. Genau. Und untere ist Speichern.
Also ah, relativ ja, einfach. Ah, okay, okay, mach doch. Ein Hinweis, die hier nimmt unser Gequatsche auf. Ne? Also sobald ein Video kommt. Das Gequatsche haben wir ja so oder so drauf. Aber da ist es auch im Infrarotbild, bei der ist es ohne Ton. Ah, ne? Okay. Okay. Bitteschön. Okay. Seid ihr gut versichert? Ja, Haftpflicht geben. Okay. Gut. Ja, das ist schon ein bisschen, bisschen ja, das tricky. Ist schon ein bisschen schwerer. Müssen wir okay, dann schauen wir mal. Würde ich sagen, genau. Eigentlich hatte ich gerade noch eine Frage, aber oh, das stört sich gleich. Gibt sich, ja, das gibt sich. Okay, ja, dann machen wir uns mal ein bisschen hier auf der Suche. Thomas wird dann ein paar schöne Aufnahmen für euch machen und wir schauen mal, ob wir was für euch finden. Ich bin echt gespannt, also mal schauen. Muss ich hier Temperaturbereiche noch einstellen? Nee. Also, nee. Weil du hast ja bei der anderen Kameras immer die Temperaturbereiche eingestellt. Ja, aber das ist da nicht so relevant, weil ich ja da eigentlich keine Temperaturmessung mache, sondern nur Leckage suche. Ja, okay, das Handfokussieren ist fast schon... Es ist eigentlich gerade bei solchen Anlagen viel, viel einfacher, Hand zu fokussieren. Und dann halt die entsprechende Bildschärfe. Und dann kriegt man da mit der Zeit ein bisschen Blick für. Ich sag zwar... Grundsätzlich, dass man so in 2-3 Stunden mit der Kamera arbeiten kann, aber der Rest kommt beim Doing. Ist das so eine Überlagerung? Weil das Bild sieht ja echt sauber aus, ne? Nee, das ist ein richtiges, normales Infrarotbild. Echt? Kann, ja. Donnerwetter. Ich kann aber das natürlich umstellen, dass die auch normales Video macht. Das heißt, bei der Videoaufzeichnung habe ich sogar den Vorteil, dass ich wechseln kann zwischen Infrarot und Normalvideo. Das heißt, wenn ich eine Anlage begehe, ich hatte das ja kürzlich in Nordhessen, in einer Hotelanlage, da haben wir die Anlage uns angeschaut und zwischendurch immer ein Realvideo mit eingespielt. Das geht per Knopfdruck. Mhm. Und das hat den Vorteil, dass ich dann sofort, selbst wenn es im Infrarot nicht gut zu erkennen wäre, sagen könnte, aha, ich war in dem Anlagenteil und habe das und das gemacht, vielleicht noch eine Beschriftung das dazu. Das konnte die, glaube ich, auch. Das kann die auch, ja. Voll und cool, ne? Das ist eine ganz wichtige Sache, weil, ne, wenn jetzt hier irgendwo, wir sind jetzt hier an einer künstlich aufgebauten Anlage. In der Realität ist ja meistens irgendwo eine Beschriftung, irgendeine Leitungsnummer oder irgendwas ist da dran. Sollte. Die sehe ich, ja, genau, die sollte dran sein und ich sehe das natürlich im Infrarotbild eigentlich nicht. Ist auch immer das, was du sagst, ne? Wie sagst du, dass er Glas nicht liest? Ja. Ja, das hatte ich vorhin auch schon bei den anderen, ja, als ich draußen war. Das Glas strahlt in keinster Weise durch oder sonstiges, ne? Ja. Guck, das TV ist auch immer noch kalt. Genau, schön. Und krass, wie die Isolierung aussieht. Guck mal, wie gut die Isolierung die Wärme aufhält. Guck mal, die Leitung ist komplett kalt. Ja. Und die Isolierung ist hier komplett weiß. Das heißt,
Die werden wieder gar nicht durch, ne? Ja. Ist auch ein großer Anwendungsbereich in der Industriethermografie das Thema Isolierung und Energieverlust. Und also ich habe Kunden in Norddeutschland, die Wärmebildtechnik benutzen, um ihre Industrieisolierung zu kontrollieren. Und da geht es auch nicht ums absolut Messen. Guck mal rechts oben den Unterschied vom Rohr in die Isolierung rein. Das Ach krass. Ja. Und da siehst du, dass die Isolierung durchgenässt ist. Ja. Das ist schon. Hier siehst du echt, durch die Wassertropfen siehst du nichts durch. Nee. Schon cool. Ist das noch schärfer? Oh, so. Vor allem spart man sich mit der Kamera das Fitnessstudio, ne? Ja, ich merke gerade, was du meinst. Und Also meinst du, wollen wir mal tauschen, damit es so schwer ist. Und? Guck mal. Oha. Könnt ihr das draufkriegen? Wahnsinn. Hier sieht man, da ist eine Verschraubung undicht. Krass, das ist jetzt High-Sensitive Mode. Hörst du sowas? Merkst du was, Nathalie? Weiß ich nicht. Was? Nee, Öl tut man nichts. Ist nur feucht, nicht ölig. Hast du auch nicht so irgendwas rausströmt? Nee. Aber dann lass uns doch gleich mal was anderes testen. Wenn wir das mit der Kamera sehen können, wie es mit Lexo-Spray und Lexo-Gerät aussieht. Ja, lass mal einsprühen. Vor allem müssen wir mal sehen, das machen wir erst mit dem Lexo-Gerät, erst mit dem Spray. Erst Lexo-Gerät, würde ich sagen. Wir machen das ja vor allem jetzt mit der kleinen Kamera, das ist die ungekühlte. Ja. Und die sieht das. Das sieht also auf der großen schon noch mal ganz anders aus. Das ist echt krass, wie gut man das sieht hier. Ja, so, das ist ein klassisches Leck. So sieht das aus. Das hat nichts damit zu tun, dass da vielleicht kalte und warme Luft irgendwie verwirbelt wird, sondern das ist ein richtiges klassisches Leck. Und das ist der Normalmode. Im High Sensitive sieht es natürlich noch viel krasser aus. Jetzt würde mich mal erstmal eine andere Farbe mal interessieren, wie das aussieht. Ja, das ist ja voll verwirrend mit einer anderen Farbe. Ja, ich meine, das ist, kann man noch ein bisschen Schärfe drauf geben, aber ich finde, im Schwarz-Weiß-Modus ist es viel schneller zu erkennen als im Farbmodus. Nee, also hier sehe ich das jetzt so gut wie, man sieht es zwar, wenn man es weiß, ne, aber klar, könnte auch ein Fehler sein. Wenn ich jetzt hier wieder auf den Schwarz-Weiß-Modus gehe, sieht man es deutlich besser. Cool, oder? Lass mal gucken, was sagt das Gerät? Ja, selbstverständlich undicht, ne? Ja, easy. Ja. Definitiv, ich muss in die Nähe gehen. Dann, guck mal, ob du das mit Lexo-Spray siehst. Aber ich schätze mal, das ist jetzt immer interessant, ob wir das durchsehen, wenn das Lexo-Spray da drauf ist. Wahrscheinlich. Weil wegen Feuchtigkeit, ne? Und sieht das jetzt. Ah, hier, Lexo-Spray schlägt aber auch aus. Okay, ist schon relativ groß. Ah. Im Moment sehen wir, du müsstest deine Hand anders halten, weil wir sehen das Leck nicht. So, jetzt sehen wir es. So, kleinen Moment, ich gehe, schwenke von hier auf die. Soll ich zu mir? Ja. Ist weg? Ja, nee, ist noch nicht ganz weg. Ja, nimm mal los. Lass mal so, wir gucken jetzt nochmal mit der großen Kamera, mit der empfindlicheren. Ich hab sie schon hier. So. Guck dir das jetzt mal fest. So sehe ich jetzt nichts mehr. Muss nur mal frei sein, bitte. Ist weg. Ja, und sieht nichts mehr. Wäre schon witzig, wenn man beim Kunden steht. Auch sieht er so an die Kamera und Also, das ist auch ein großer Vorteil vom Einsatz dieser Technik, dass ich sofort ein Ergebnis sehe. Also ich habe einen Vorher-Nachher-Effekt. Eigentlich müsste es so sein, dass man sagt, ich habe einen Verdacht, ich mache eine
praktisch eine Abnahme der Anlage, gucke, ob die dicht ist. Und wenn irgendwas nicht dicht ist, repariere ich sofort und kontrolliere es nochmal nach. Mhm. Das ist eigentlich immer bei Lexsuche so. Ja. Und da ist das gute Beispiel. Ne? Zack, natürlich. Das ist ja das, was ich als Sachverständiger mache. Mhm. Ich dokumentiere irgendeinen Leck und gebe denen eine Arbeitsaufgabe mit. Mhm. Und dann kontrolliere ich es ein Jahr später nochmal. Oder wann auch immer. Manche Sachen kann man ja sofort, das kann man sofort reparieren. Ja klar, wir sind gerade angezogen, aber wir haben ja hier in der Schule quasi fast nur Verschraubung aus gegebenem Anlass. Ja, also ich sag mal, es ist ja auch wichtig, dass ich sage, okay, jetzt habe ich hier was zusammengebaut, ich mache eine Erstabnahme der Anlage, ich sehe, es ist alles in Ordnung, dann kann ich da auch ein Häkchen dran machen. Und ich kann bewusst auch mal, ich meine, im Raum nebenan wird ja gerade ein Stück abgenommen, ne, das fertig gemacht wurde. Ich kann das nochmal tatsächlich überprüfen, ob das funktioniert. Ja, ja, besser nicht für die Prüflinge. Der Arme, der Ich habe ja vorhin schon mal geguckt, alles gut. Ach, hast du schon. Ja, nicht schlecht, aber ich finde, wir haben es mit dieser Kamera auch unfassbar gut gesehen. Ja. Ja, also da habe ich jetzt keinen Unterschied. Nee. Also hier jetzt gerade nicht festgestellt, ne? Außer dass halt die Auflösung von dem Bild von der noch deutlich, deutlich schärfer ist. Ne? Ja, also, es ist einfach die thermische Empfindlichkeit der Kamera durch dieses gekühlte System, die liegt, das ist ganz was anderes, das kann man damit nicht vergleichen. Das ist, wenn ich jetzt eine gekühlte Kamera nehme, egal welche Variante, und gehe ans Haus und gucke, sehe ich manche Sachen im Mauerwerk und Co., die siehst du mit einer ungekühlten so gar nicht, weil die einfach viel stärker reagiert. Aber von der Sache her, wenn ich mir jetzt überlege, ne, für einen Handwerksbetrieb, ne, ja, das ist das hier schon fast zu teuer. Ja. Nicht nur das fast, ist, das leider. Das ist ganz klar, das muss man einfach so sehen. Das ist auch so ein Grund, warum diese Kameras jetzt, diese Gaskameras jetzt keine Kameras sind, die man jeden Tag an den Mann bringt. Das ist immer noch ein Exotenprodukt, ganz klar. Aber ich habe zu tun mit jemand, der große Kühlanlagen baut. Und der war tatsächlich überrascht, was damit alles geht. Und auch wir waren erstaunt, welche Möglichkeiten diese Kameras bieten. Die Leckagen werden so unfassbar präzise abgebildet. Also krass, wenn man Gase immer so sehen könnte. Eins müsst ihr wissen, ich mache euch gleich von der gekühlten Kamera ein paar Bilder rein, aber die Kamera arbeitet mit 320 zu 240 Pixeln. Das ist für ein Infrarotbild hochauflösend. Ne? Das ist echt, als wenn ihr auf eine Digitalkamera guckt, wenn ihr mit der Kamera unterwegs seid. Aber ja, da wir hier mit den Kameras mit 4K aufnehmen, ist das doch noch ein relativ kleines Bild. Deswegen schaut mal gleich, wie es scharf ist. Ich sehe es gleich im Schnitt, oder wir sehen es gleich im Schnitt. Mal schauen. Ja, aber trotzdem. Viel Spaß mit den Bildern. Cool, oder? Allerdings müssen wir uns jetzt mal anschauen, was bei den Kameras nicht so optimal läuft. Denn Andreas sagte schon, dass die hauptsächlich im Industriebereich angewendet werden, und das ist auch relativ logisch, denn dort haben wir relativ große Rohrleitungen, weit verzweigte Rohrwege, die meistens nicht so gut zugänglich sind und ja, meistens auch größere Leckagen, denn die Genauigkeit von diesen Kameras müssen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Die ungekühlte Kamera hat eine Genauigkeit von 9 Unzen pro Jahr. Eine Unze sind ungefähr 28 Gramm. Das bedeutet, dass die gekühlte Kamera eine Undichtigkeit sieht oder sichtbar macht, wenn da ungefähr 250 Gramm pro Jahr austreten. Die zulässige Einzelleckrate von Kälteanlagen liegt aber leider bei 5 Gramm per Anno. Das bedeutet, dass alle unsere Lecksuchgeräte, die wir in der Kältetechnik einsetzen, mindestens eine Leckage von 5 Gramm pro Jahr feststellen müssen.
das Lecksuchgerät, was ihr im Intro gesehen habt, was übrigens auch mit Infrarot arbeitet, machen nicht alle, aber das hier macht das, hat eine Genauigkeit von 1 Gramm pro Jahr. Da kommen die Kameras leider nicht ganz ran. Der einzige Nachteil bei diesen Geräten ist einfach, dass wir es nicht so schön sehen müssen und wirklich jede Verbindung abgehen müssen, was manchmal echt zeitaufwendig ist und ihr kennt das alle. Ihr geht da dreimal dran lang und habt es vielleicht immer noch nicht gefunden. Ne? Aber vielleicht machen wir mal ein gesondertes Video zu Lecksuchgeräten. Schreibt es uns mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Auch die verschiedenen Messsonden, das werde ich mal ansprechen. Aber nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank an Andreas Blug, der uns mal gezeigt hat, was mit dieser Technik möglich ist. Uns auch andere Sachen gezeigt haben für Wärmebildkameras. Ich habe extrem viel gelernt dabei. Ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können und habt diese Bilder genossen, die wir euch geliefert haben. Und naja, wer weiß, vielleicht gibt es ja bald eine ferne Zukunft, in der es doch eine Kamera gibt, die bezahlbar ist und mit denen wir Leckagen sehen können. Bis dahin müssen wir leider weiterhin den Kältemittel-Rüsselbär hier nehmen. Naja. Moin, ich bin Hübi und ich mache jetzt mal die Abmoderation, während der Schlagschatten Lecksuche macht. Der sollte wohl aber besser ein wenig Stickstoff nehmen, wa? Den Eisvlog findet ihr auch auf Instagram. Das werden die Typen jetzt bestimmt einblenden. Außerdem gibt es ab August die ersten Online-Kurse in der NKF. Aufbaukurse, Mathe und so ein Kram. Ich schätze, dass das die Typen auch in ihrer Videobeschreibung haben. Boah, guck mal, da oben bin ich. Was ein hübscher Kerl. Den würde ich gerne mal klicken. Unten findet ihr was zum Biegen. Und denkt dran, immer schön ein Abo dalassen. Ich gehe jetzt mal gucken, ob der Schlagschatten was gefunden hat.